Inmitten des Indischen Ozeans liegt ein Naturparadies mit Traumstränden, Bergen, Urwald und Meer. Mauritius hat wie alle Länder der Welt mit Flächenverbrauch zu kämpfen. Wo intensiv gebaut und angebaut wird, verschwindet die echte Natur. Nur noch 2% sind Wildnis. Erhalten sind aber Orte, die zur Arche Noah für die bedrohte Natur wurden. Wie die Île aux Aigrettes vor der Ostküste von Mauritius. Die Insel mit einer Größe von 50 Fußballfeldern ist zu einem Mauritius im Kleinformat geworden. Mauritius vor 400 Jahren. Vikash Tataya ist Chef des Mauritian Wildlife Fund, des Besitzers der Insel. Streng abgeschirmt von äußeren Einflüssen werden hier die Tiere und Pflanzen nachgezüchtet, die es früher auf Mauritius gab und die selten geworden oder schon ganz verschwunden sind. Und das sind viele. Man muss verstehen, dass Mauritius erst vor knapp 400 Jahren besiedelt wurde und seit damals viel am Ökosystem zerstört wurde. Und wir versuchen jetzt, das ganze Ökosystem zu restaurieren. Nicht nur Vögel und Reptilien, sondern zuerst mal die Pflanzen. Dazu gehen wir in die Reste der Urwälder und suchen die Pflanzen, die fast ausgestorben sind. Finden wir welche, dann nehmen wir die Samen und ziehen sie in unserer Baumschule auf der Île aux Aigrettes groß. Wenn es soweit ist, bringen wir sie zurück nach Mauritius und pflanzen sie in Naturschutzgebieten wieder ein. Auf die Art ist es uns gelungen, auf Mauritius und der Nachbarinsel Rodrigues eine ganze Reihe von Pflanzen zu retten, die fast verschwunden waren. Zu den Ausgestorbenen auf vielen Inseln gehören auch die Giganten des Urwaldes, Riesenschildkröten. Auf der Île aux Aigrettes haben sie ein Refugium. Il faut savoir que les mascarins avaient des tortues géantes. Auf der Inselgruppe, zu der Mauritius gehört, lebten immer Riesenschildkröten. Sie waren die Baumeister des ganzen Ökosystems. Sie kontrollierten durch Fressen den Pflanzenwuchs und verbreiteten auch die Samen vieler Pflanzen. Mit der Ankunft des Menschen passierte dann Folgendes. Man erkannte, dass ihr Fleisch sehr gut war. Also nutzte man die Tiere, schlachtete sie, nahm lebende Tiere als Proviant mit auf die Schiffe oder aß sie direkt hier auf der Insel. Das ging so weit, dass am Ende fast alle Arten, man vermutet, dass es 5 oder 6 waren, komplett ausgestorben waren. Diesen Fehler, den man schon vor Jahrhunderten machte, versuchten andere wieder auszubügeln. Allen voran Charles Darwin, der Begründer der Evolutionsbiologie. Er startete 1836 ein Projekt zur Rettung der Arten. Das hier sind die Nachkommen. The Aldabra giant tortoise is Die Aldabra-Riesenschildkröte stammt ursprünglich von der Insel Aldabra und wurde hierher umgesiedelt. Als Charles Darwin bemerkte, dass die Schildkröten hier auf Mauritius ausgestorben waren, brachte er einige Tiere von Aldabra hierüber. Auch aus Angst, dass sie auf Aldabra ebenfalls aussterben würden. Und hier füllen sie jetzt die gleiche ökologische Nische wie auf Aldabra. Sie werden bis zu 200 Jahre alt und wiegen dann über 200 Kilogramm. Am Anfang sind sie kaum größer als eine Handfläche und wachsen auf über 1 Meter Länge und sind, wenn sie sich auf die Beine stellen, genauso hoch. 9,8. In der Aufzuchtstation werden sie wöchentlich gewogen und vermessen, bis sie groß genug sind, um nicht mehr gestohlen zu werden. Die Gefahr besteht durchaus,
denn sie passen in jede Hosentasche und sind seltener als Diamanten und für Adrian auch liebenswerter. They're just great little creatures, and they live by themselves. Es sind großartige kleine Kerle. Sie sind extrem genügsam und können so alt werden. Und die Sanftmut, die sie an den Tag legen, so riesig und so friedlich, zumindest dem Anschein nach, das ist großartig. Solche Erfolge sind das Ergebnis jahrzehntelanger Aufbauarbeit, die man auch bei anderen Tierarten leistet. An der Blauen Lagune machen sich Vasisht und seine Mitarbeiter bereit, Gesichter zu identifizieren. Nicht von Menschen, sondern von Meeresschildkröten. In ein paar Minuten werden sie nach unverwechselbaren Mustern suchen. Nadeln im Heuhaufen des Indischen Ozeans. So, we just look for turtles. Wir suchen die Schildkröten und versuchen, ein Foto vom Gesicht zu schießen. Sie haben Muster im Gesicht, die für jedes Tier einmalig sind. So identifizieren wir sie. Früher war die Zahl der Tiere unüberschaubar. Dass man sie heute einzeln auseinanderhalten kann, ist eigentlich tragisch. Auch ihr Lebensraum ist längst nicht mehr so bunt wie noch vor einem Jahrzehnt. Die wenigen Tiere drehen ihre Runden über meist ausgebleichten Korallen. Der Meeresschutzpark hat viel gelitten und viel seiner biologischen Vielfalt verloren. Aber nach wie vor ist er ein Hotspot für viele Arten. In 6 Monaten haben wir 22 Schildkröten identifiziert. Alles Jungtiere oder Weibchen. Wir wissen nur noch nicht, wo die Männchen sind. Es wäre spannend, das noch herauszufinden. Es gibt also noch Geheimnisse auf Mauritius. Kein Wunder, denn wir Menschen sind vor gerade mal 400 Jahren ins Paradies eingedrungen. Ins Paradies unter Palmen.